Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns jetzt den Teil 3 an des LTC-Tauschs Ostern und damit ist es auch der letzte Tausch. Dadurch, dass ich das jetzt hier eh erst Sonntagabend aufnehme, halt stopp, heute ist Montagabend, habe ich entschieden, dass ihr auch noch einen Tag länger warten könnt, dass ich die Nachzügler hier mit reinpacke und dann ist das hier das letzte LTC-Tausch-Video. Für ein Thema Ostern. Keine Sorge, keine Sorge. Das neue Thema ist auch schon bekannt, der schöne Frühling. Und ja, das Ganze läuft jetzt wieder bis zum 30.04. Und dann fangen wir jetzt direkt einmal an. Wir waren bei 75 Stück und machen jetzt weiter. So, und hier haben wir einmal den Wanted-Hasen mit richtig coolen Hintergründen. Und der Hase ist embossed. Das seht ihr gleich, wenn ich sie einmal aus der Folie hole. Schaut mal. Tada, tada. Sieht das nicht cool aus? Die Streifen im Hintergrund sind auch embossed, weil die jetzt nicht so doll glänzen. Aber das ist tatsächlich alles embossed und der Hintergrund ist auch selber gemacht. Also sehr cool, Gabi. Dann haben wir hier dieses süße Osterset. Hasenzeit. Mit einem kleinen Häschen, dann passenden Washi-Tapes und Designpapier. Und das waren die Katzen, falls ihr es gehört habt. Und hier seht ihr nochmal einen von Namen. Das hier ist Designpapier. Das ist passendes Washi-Tape. Na, ich glaube, das ist gedruckt. Ich fühle nichts. Das ist kein Washi-Tape. Das ist gedruckt. Und dann sind hier noch diese süßen Puffy-Sticker drauf. Also auch sehr schön, auch mit dem Glitzer. Und hier haben wir dann noch das dritte Set. Frohe Ostern. Und die hier sind vom Teddy. Die hatte ich nämlich auch in der Hand. Das Ei finde ich auch richtig schön so gestreift. Und auch die zeige ich euch natürlich nochmal vom Namen. So, die nächsten drei Sets sind von der lieben Bianca vom Bastelfrust-Zombies. Und schaut euch die mal an. Die haben also einen totalen coolen Touch. Finde ich richtig cool. Ich glaube, vom Namen kann man das nochmal besser sehen. Schaut mal bitte. Hier hat man dann das Glitzer. Das ist mit Klebeband und dann Goldfolie drauf. Der Schmetterling ist gestempelt, genauso wie die Kleckse hier. Und ich finde, das hat einen mega coolen Effekt. Richtig, richtig cool, Bianca. Dann haben wir auch wieder süße Ostercoins. Guckt mal bitte, wie niedlich die sind. Frohe Ostern. Und hier ist auch wieder mit Eyelets gearbeitet. Hier sieht man das jetzt ganz gut. Und im Eyelet ist dann nochmal ein großer Glitzerstein und daneben zwei kleine. Und der Hase hat hier auch ganz süß eine Schleife um. Und ihr wundert euch vielleicht, warum hier noch 9 Stück drin sind. Ich nehme ja immer meine Goodie ATC raus und zeige sie in einem anderen Video. Das hier sind Trommelwirbel, Rubbelkarte, Oster-Rubbelkarte. Das heißt, das ist nicht die ATC, also das ist sie natürlich trotzdem, aber die kann man aufrubbeln. Und dann kommt irgendwas anderes zum Vorschein. Ich schnappe mir jetzt einmal eine 1-Euro-Münze und dann rubbeln wir das mal zusammen auf, weil das wollte ich live vor der Kamera machen. Ich weiß nicht, ob da ein großes Motiv drin hinter ist oder was Kleines. Es geht auf jeden Fall ganz gut ab. Ich glaube aber, es ist eher was Großes. Ich versuche die ganze Zeit schon mal zu erkennen, was das ist. Ich glaube, das ist ein Hase in Schwarz-Weiß. Okay, ich bin mir absolut nicht sicher, was das ist. Doch, 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 das ist ein. Ah, er ist falsch rum. Ich halte die ATC falsch rum. Guckt mal, das machen wir schon mal einmal zur Seite. Guckt mal, da sitzt ein Hase. So, ach, das ist ein Schmetterling, das ist gar kein Osterei. Guckt mal, da ist ein süßes Häschen und frohe Ostern. Das ist ja süß. Also ich rubbel das gleich nochmal ordentlich auf, lasse aber tatsächlich so einen kleinen Goldrand da, weil ich das ganz cool finde. Aber es ist eine mega coole Idee, Bianca. Und der Hase ist halt auch super süß. Und da ist auch nochmal eine Folie zwischen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wodurch das Bild jetzt nicht zerkratzt ist oder so. Also spiegelt noch komplett toll in der Kamera. So, sehr cool. Die bleibt bei mir und die ziehen zu euch weiter. So, die nächsten drei Sets sind auch super, super niedlich.
von der lieben Knuffeline, also von der lieben Nicole. Und sie hat 3 verschiedene Sets gebastelt. Wir fangen jetzt hier natürlich mit dem ersten an. Und sie hat auch das mit dem Ei gemacht, aber auf einer ganz normalen ATC-Form in Schwarz. Und schaut mal bitte, wie wunderschön sie diese Blumen koloriert hat. Und überall noch schön gesprenkelt. Ich liebe es. Die Eier sind auch noch beglazed. Das seht ihr gleich nochmal vom Namen. Fantastische. Mit so einem Eichen hier in der Mitte und sonst rohe Eiersuche. Und hier unten die kleinen süßen Häschen, ne? Hier der Hase mit der Sonne, die so schön lacht. Und hier das kurze Häschen mit der großen Möhre. Also die sind schon mal wunderschön. Hier habt ihr die jetzt nochmal vom Namen, ohne Folie. Sieht toll aus, oder? Also es ist so schön koloriert. Wie gesagt, die Eier sind beglazed und der Rest glitzert schön. Dann haben wir süße Häschen in verschiedenen Farbnuancen. Manche sind einfarbig, manche zweifarbig. Fröhliches Haselhoppen und da drum ist noch so ein Kranz. Die finde ich auch süß, die so in der Mitte zweifarbig sind. Super putzig. Hier, schaut mal bitte. Und da ist dann auch mit allen möglichen Farben noch gesprenkelt. Die Ostereier, fröhliche Hoppelhasen. Süß, oder? Finde ich richtig knuffig. Auch die Farbkombi mag ich total gerne. So, und last but not least, guckt euch diesen süßen Fratz an. Da sind jetzt die Herzluftballons beglazed. Fantastisch, und das Ei. Und dann die Hasen in den verschiedensten Farben mit den süßen Luftballons. Also ich kann nicht mehr. Finde ich sowas von knuffig. Und wie gesagt, ich mag auch diese wilden Farbkombis für die Hasen. Also liebe Nicole, schön, dass du es geschafft hast. Und dann gleich mit 3 Sets. Und dann sind die auch noch alle so super, super niedlich. Sehr cool. So, dann kommen wir jetzt zu den ATCs von der lieben Wiebke. Und sie hat auch 3 Sets eingereicht. Also sind wir jetzt bei den 16., 17. und 18. ATCs. Ostern mit diesen Schaumstoffhühnchen in einer schönen grünen Kombi. Hier haben wir sie einmal. Finde ich tatsächlich auch sehr schön. Ich mag auch die Farbkombination. Sehr niedlich. So, Set Nummer 2 hat hinten so einen Farbverlauf vom Papier her. Ich gehe davon aus, dass sie das selber eingefärbt hat und dann immer so verschiedene Ostereier raufgestempelt. Ich zeige euch das noch einmal vom Namen. Dann erkennt man, glaube ich, ganz gut, dass der Hintergrund so schön gewischt ist. Finde ich tatsächlich auch sehr cool und fühlt sich auch sehr cool an. Hier hat sie mir für alle noch ein kleines Zettelchen reingelegt. Hier hat sie süße Ostermotive gestempelt. Und die können wir alle dann selber nochmal ausmalen, weil dann haben wir unsere Osterkarten in unseren Lieblingsfarben. Finde ich tatsächlich auch eine sehr süße Idee. Da packe ich eben auch noch mal ein Zettelchen mit rein. Und hier haben wir dann zum Beispiel die süße Gans mit Blumensträußchen. Vielen Dank, Wiebke. Wieder sehr schön. So, die nächsten ATCs sind von der lieben Sandra. Und ich finde die so niedlich. Hier wurde mit einer Paste, ich dachte erst, es ist Tapete, aber ich glaube, es ist selber gemacht mit Paste, eine Ziegelwand gemacht. Und dann ist das hier das Set Hasi sagt Hallo vom Kreativfalter. Mit richtig schönen Blumenstempeln und sieht so niedlich aus. Ich zeige euch das mal von Namen. Guckt mal bitte. Hier haben wir dann diese Tapete, die keine ist, weil es ist selbst gemacht mit Paste. Und dann der kleine Hase, der so an der Mauer steht, mit Blümchen im Hintergrund. Dann noch total hübsch von dem Himmel und dem Rasen hier unten gemacht. Und Happy Easter. Ist das nicht eine geniale ATC? Also die Idee alleine mit dieser Wand. Ich bin hellauf begeistert. Ne? Hier sitzen auch ein paar von oben und gucken so über die Mauer drüber. Also wirklich sehr cool, was du aus dem Set gemacht hast. Einfach super, super knuffig. So, Set 20 und 21 kommt von der lieben Claudia und vom lieben Theo. Die hier sind vom Theo und die Hasen sind KI-generiert. Und ich finde die so, das sieht so nach scharfen Bildern aus. Ich bin total verliebt. Ich finde die richtig, richtig schnuffig. Also wirklich so goldig. Ich zeige euch den kleinen Puffel hier.
Guck doch bitte, wie süß das aussieht, oder? Der ist doch mal mega süß. Und dann ist es noch ein ATC-Coin, ne? Da kann ich ja sowieso nicht. Dann noch so süß mit einer kleinen Blümchen und hier frohe Ostern. Auch noch mal rosa umrahmt, dass das alles perfekt zusammenpasst. Also vielen Dank, Theo. Die sind schon mal mega. Und jetzt kommen wir noch zu den ATCs von der lieben Claudia. Und die sind auch mega, mega. Wir haben hier verschiedene Rasenkanten. Und überall sind kleine süße Ostereier versteckt. Guckt mal bitte, wie viel Arbeit das ist, die alle auszuschneiden. Weil die sehen tatsächlich ausgeschnitten aus und nicht ausgestanzt. Dann mit dem tollen Hasen, der hier dann so hinter dem Rasen sitzt. Und diesen tollen Wolken, die auch noch gewischt worden sind. Also einfach super süß. Ich zeige die euch nochmal vom Nahen ohne Spiegelung. Guckt mal. Ne? Drei Schichten vom Rasen. Überall die kleinen Ostereier. Der Hase sitzt hier so hinter. Und dann dieser wunderschöne Wolkenhimmel. Und das frohe Ostern dann auch noch so ein bisschen angewischt, dass es ganz gut dazu passt. Und Glitzersteinchen. Also das sind beides wieder super, super coole ATCs. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dann haben wir hier jetzt die nächsten ATCs. Und das sind wieder diese ATCs Eiercoins. Und die sind vom lieben Dirk. Schaut euch die mal an. Ich finde die Hintergründe, die sind selbst gematscht. Das wird das Aquarell, also es ist auf jeden Fall Aquarellpapier mit verschiedensten Farben. Die Stempel hier sind von Create a Smile. Die kommen mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Und guckt mal, der hüpft hier schon raus. Oh, guckt mal, wie toll das auch glitzert. Ich hoffe, man sieht das mit diesem tollen Schimmer. Ich finde, in der Folie ist das gar nicht so aufgefallen. Dann haben wir hier noch zwei süße Blümchen und das Küken. Beziehungsweise Schafe und Häschen sind auch ganz toll koloriert und sind dann auf diesem süßen Oster-ATC. Also lieber Dirk, vielen Dank fürs Mitmachen. So, als nächstes haben wir die ATCs von der lieben Jackie von Jack Art Techie auf Instagram. Und die finde ich auch so, so schön. Ich glaube, da ist mit Serviette gearbeitet worden. Und wir haben hier ganz verschiedene. Deswegen gehen wir hier mal langsam durch. Hier ist noch so Ostergras verarbeitet und ein Sticker. Hier ist Häschen und so ein paar Eier und Schäfchen hier oben. Hier haben wir bunte Eier. Die haben wir immer zweimal. Und hier unten haben wir nochmal zwei, ja, mit so einem Schmetterling. Und die zeige ich euch. Also das ist quasi wie so ein Deckel von einer Box dahinter. Mit so Schmetterlingsflügeln. Und da hat sie einfach den Hasen vorgepackt, als wäre der Hase, ja, ein geflügelter Schmetterlingshase. Mega coole Idee, auch hier mit den Glitzersteinchen und so. Und dann glänzt das alles noch so toll. Also wie gesagt, ich finde die Servietten wunderschön. Es sei denn, es ist Transparentpapier. Ich weiß es nicht, ich bin ehrlich. Egal, ob es jetzt Transparentpapier ist oder Serviettentechnik, es sieht mega aus. Also vielen Dank, Jackie. So, und jetzt kommen wir zu der lieben Ellen. Und die liebe Ellen hat zwei Sets eingereicht. Trommelwirbel. Damit sind wir jetzt bei 25 in diesem Video. Wir hatten schon einen ersten Teil mit 50 und einen zweiten Teil mit 25. Und diesmal wieder 25 heißt die 100. ATC. Und da ist auch Storm. Ich glaube, Storm ist zwar genau so gehüpft, dass ihr sie nicht sehen könnt. Aber Storm war ganz kurz hier und wollte den Moment auch mit euch feiern. Und jetzt zeige ich euch nochmal diese genialen ATCs. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Lichtstrahl, wo dann aber die Pflanzen raushergucken. Und dann sind da die süßen Küken. Finde ich mega niedlich. Ich liebe tatsächlich, hoppala, nur eine rausnehmen. Aber ich zeige euch die andere gleich auch. Guckt mal, ist das nicht schön? Ich mag das mit dem Blatt total gern. Ich finde auch diese Libellen super süß. Na, ich habe sowieso noch mal was geplant. Vielleicht bestelle ich mir die gleich noch mal mit und finde das mit dem Küken hier, wie gesagt, wirklich sehr, sehr cool. Und auch die Idee mit den verschiedenen Papierschichten sieht sehr cool aus. Und dann zeige ich euch jetzt noch das zweite Set. Frohe Ostern. Sie hat so mit Diamond Painting Stickern gearbeitet. Mega cool, oder? Ich hole euch noch mal ein bisschen näher ran. Das ist ein kleines Häschen, was ein Osterei hält. Die packen wir jetzt einmal weg und dann zeige ich euch in Ruhe nochmal die anderen Diamond Painting. Ta-ta-ta-ta. Ist das nicht süß? Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir doch zwei Diamond Painting Sets. Oh, Gedächtnis, lass nach. Ich glaube, wir haben zwei Diamond Painting Sets. Ist das süß, oder? Auch hier das Osterei, wo ein Hase drin ist, finde ich auch sehr süß. Ich mag aber auch den Korb total gerne.
Also Ellen, richtig niedlich. Ich mag auch das Papier. Also ja, ich glaube, ich muss so nicht weitermachen. Ich mag alles. Also Ellen, vielen, vielen Dank. Ich sag nur 100. LTC. Und ja, ich freue mich, dass du mitgemacht hast. Ich würde sagen, zur Feier des Tages, dass du die 100. LTC bekommst. Es gibt ja Menschen, die sich irgendwie mehr darüber freuen, wenn sie von mir eine zurückbekommen, obwohl ich eure manchmal großartiger finde als meine eigenen. Und der kleine Schnuffier macht sich jetzt auf die Reise zu dir, dass ihr es einmal gesehen habt. Das sind Ostersets vom Kreativfalter. Der ist von Create a Smile. Und das sind die Animal Dots von Kreativdepot. Vielleicht kommt da auch bald ein Video zu online. Den packe ich dir hier jetzt schon mal rein und hoffe, du freust dich. Und so, ihr Lieben, ich würde sagen, es ist aber immer noch nicht Schluss. Hier haben wir die tollen ATCs von der lieben Daniela. Und guckt mal bitte, wie cool die aussehen. Wir haben hier Wellpappe im Hintergrund. Und dann ist hier ein Holzhase, davor nochmal Pappe. Frohe Ostern, total genial embossed. Das ist eine mega Farbe. Eine Feder, ein Band und noch Glitzer im Hintergrund. Mega, mega, oder? Ach, und hier ist noch ein Blumenpuschelschwanz. Ich glaube das nicht. Guckt mal bitte. Hier, da ist noch ein Blumenpuschelschwanz. Aber ihr seht das, was das für eine geniale Farbe ist, oder? Also, es sieht ein bisschen aus, als wenn es Gold gestempelt wäre und dann darüber embossed. Er meckert, mein Akku ist bald. So, Handy ist laden gesteckt. Und jetzt zeige ich sie euch nochmal. Also mega cool mit der Feder. Sieht aus, als wenn er Gold erst gestempelt wäre und dann andersfarbig rüber embossed. Ich weiß es aber nicht genau. Und wie gesagt, der Hase hier ist aus Holz und dann ist nochmal Pappe davor. Passend zum Hintergrund. Mega genial, ganz ehrlich. Vielen, vielen Dank, Daniela. So, 102 und 103 sind von der lieben Joane. Und schaut mal, wie niedlich das aussieht. Hier das kleine Mädel mit dem Häschen und die spielen zusammen. Finde ich super süß. Hier ist auch noch ein kleiner Sticker drauf im Haarkranz mit der Blume. Ein Tag mit frohe Ostern und die Blumen sind dann auch noch mal im Hintergrund aufgegriffen. Finde ich super niedlich. So, jetzt noch mal ohne Glitzer. Hier, wie gesagt, ist einmal die Blume und da sind noch mal so zwei. Ich finde das auch mit dem bunten Hintergrund. Es ist irgendwie total niedlich, mag ich total leiden. Und schaut mal, das ist dann einmal das zweite Set. Auch das finde ich super, super süß. Alles trübe, da hilft eine Rübe. Und dann hat sie da ja wahrscheinlich mit Aquarellfarbe so Kleckse gemacht und da dann passend drauf gestempelt. Also ich glaube, sie hat erst die Farbe gemacht und dann gestempelt. Hoppelige Grüße. Hier haben wir nochmal die Rübe und hier haben wir nochmal Ostereier. Zum Osterfest ein lieber Gruß. Der ist von Stampin' Up. Den habe ich nämlich auch. Den habe ich so oft jetzt für meine Osterkarten benutzt. Ne? Zum Osterfest ein kleiner Gruß. Sehr cool. Und hier haben wir die auch nochmal. Und ich finde das, wie gesagt, richtig niedlich mit dieser Aquarelltechnik, die sie da benutzt hat. Mit dem Grün und dem Rot. Und das sieht einfach cool aus, oder? So dezent, aber mega cool. Mag ich total leiden. Also, liebe Joane, vielen, vielen Dank. So, die nächsten zwei ATCs kommen von der lieben Nicole. N. Becker 2606 auf Instagram. Sind die ATCs 104 und 105? Leute, ihr seid zu verrückt. Das sieht so genial aus. Das sind wieder Holzelemente. Und im Hintergrund ist so eine Mauerstanze benutzt worden. Ich hole die, glaube ich, mal direkt raus. Weil da so viele Details sind, die man einfach nicht sehen kann mit der Spiegelung. Guckt mal bitte. Hier ist, wie gesagt, dieser Mauerstanze drin. Aber auch so kleine Löcherchen. Dann ist das aber auch Papier, wo sowieso was los ist. Dann wurde aber noch so mit kleinen Noten gestempelt, gesprenkelt, die Hasenbande. Es sieht so genial aus. Und das Ganze gibt es dann nochmal in Rosa, passend zum Hasen. Also super süß. Und hier haben wir dann Set Nummer 2 von der lieben Nicole. Ein kleiner Hasengruß. Und ich finde, die Ohren von dem kleinen Hasengruß hat sie so cool auch wieder koloriert. Ach, ich kann mich nie entscheiden. So, guck mal bitte. Hier im Hintergrund seht ihr wieder, ist leicht gesprenkelt worden.
Glitzersteinchen dürfen auch nicht fehlen. Und dann hält er halt dieses Mega-Schild, passend dann in der Farbe Eier gestempelt, ein kleiner Ostergruß. Und die Ohren, wie gesagt, die sind mega koloriert. Gefällt mir richtig, richtig gut, Nicole. Vielen Dank fürs Mitmachen. So, ihr Lieben, wir kommen jetzt zu den letzten ATCs. Und die sind von der lieben Petra von Schokolina86. Und sie hat drei Sets eingereicht. Wir sind aktuell bei 105, 106, 107, 108. Und dann noch mein Set. Also 109 Oster-ATCs. Dafür gibt es schon mal ein Herzchen, aber wir gucken uns jetzt erstmal die von Schokolina an. Sind die nicht süß? Die Stanzteile hat sie selber gemacht. Eine fröhliche Osterzeit. Das Ei steht dafür, das O. Und die finde ich richtig süß hier mit den Muffinformen. Guckt mal, der sieht doch auch cool aus mit den Sternen und in dem Galaxy-Look, oder? Mega. Mega. Fühlt sich auch richtig toll an. Dann haben wir hier ein rosa Set. Da haben wir kleine Häschen mit Trucks. Die sind auch alle ein bisschen verschieden und auch die hat sie selber gemacht. Und jetzt sieht man das auch ganz gut. Der Hintergrund ist so gesprenkelt und in verschiedenen rosa Nuancen gewischt. Sieht auch ganz cool aus. Mit dem kleinen Plüschfreund hier unten. Und ein paar Glitzersteinchen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und last but not least, dieses super süße Set. Das ist, sind die wieder die Stanzteile von der lieben Tina vom Kreativfalter. Hallo Hasi. Hasi sagt Hallo. So rum. Die habe ich ja auch teilweise benutzt. Und ich finde, das hat sie hier richtig süß gemacht. Und der Spruch ist, halt die Ohren steif. Guckt mal, ist das nicht süß hier? Mit diesen Blumengirlanden, dann dem Zäunchen und dem kleinen Schnuff-Schnuff. Richtig süß. Also, liebe Petra, vielen Dank für die drei Sets. Super, super niedlich. Ja, und jetzt kommen wir noch zu meinen Oster-ATCs. Halt sie jetzt einfach alle einmal kurz in die Kamera. Die Stanzteile sind alle vom Kreativfalter und die Hintergründe auch. Ich hatte noch so viel für Ostern, ne? Also, ein bisschen was habt ihr ja in den Shorts gesehen. Ein paar Osterkarten habe ich ja zumindest geschafft. Aber ich habe keine Holzteile benutzt, meine neuen Sticker nicht. Also, ja, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Aber ich will hier ja nicht rumjammern, sondern euch meine ATCs zeigen. Und ich habe hier überall nochmal so ein paar Eier beglitzert. Und hier zu den kleinen Steinchen, die ihr hier seht, kommt vielleicht morgen ein Video online. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und am Wochenende bin ich kreativ unterwegs. Da weiß ich noch nicht, ob es ein Video geben wird, ob ich filmen darf. Aber ich bin gespannt. Mein Plan ist es auf jeden Fall. Und ja, das sind dann meine Oster-ATCs. Meine neunte ist schon vertauscht. Die hatte ich ja im Tausch getauscht. Und ich habe beim lieben Kreativfalter mitgemacht, bei ihrem Ostertausch. Da sind natürlich auch noch mal 9 Stück hingegangen. Ja, ihr Lieben, das war's dann jetzt schon. Ich hoffe, euch hat auch der dritte Teil gefallen. Wie gesagt, ein riesiges Herzchen an alle, die mitgemacht haben. Ich habe mich sehr gefreut und eine 109 Einsendungen ist natürlich auch mega verrückt. Ich hoffe, hoffe, dass das jetzt alle sind. Wenn irgendjemand seine ATCs nicht gefunden hat, dann macht bitte nochmal Piep, weil jetzt wird natürlich alles durchgetauscht und dann auch möglichst schnell zur Post gebracht, damit ihr eure ATCs auch in den Händen halten könnt. Das neue Thema ist Frühling und denkt dran, die Post braucht jetzt länger. Es gibt keine Nachtflüge bei der Post mehr. Das heißt, ein Brief kann 1 bis 3 Werktage dauern. Bedenkt das bitte beim Abschicken der ATCs, damit sie alle pünktlich sind. Und ja, nochmal ein Herzchen an euch. Das Goodie-Video kommt noch. Es kommen auch noch meine Geburtstagsgeschenke. Ja, ich brauche einen Tag mit mehr Stunden oder weniger Schlaf. Ich balanciere gerade aus, was irgendwie möglich ist. Aber seht es mir bitte nach. Aber ich glaube, ihr seid da alle ganz doll verständnisvoll. Ihr Lieben, bis dann. Tschüss.